der Mittellinie. Lukas Kohler mit einem Schlag auf die rechte Seite. Kopfball gewinnt erstmal Müller, aber der Ball weiterhin bei der SVE. Über die rechte Außenbahn probieren sie diesmal durchzukommen. Langer Ball in den Strafraum hinein. An Freund und Feind vorbei. Hat jetzt einiges am Platz. Da könnte die Flanke eigentlich reinbringen. Lässt sich ein bisschen abdrängen von Benno Mohr. Aber dann ein schöner Pass zu Marco Holstede am 16er. Doppelpass mit Perdedei immer noch am 16er jetzt. Schön rausgespielt von Eisel. Das ist Jennecke im 16er schon lange. Ball an ja, den kurzen Pfosten geschoben. Und dann ans Außennetz. Eine halbe Stunde, da war es aber mehr auch nicht. Aber gut, so jemand auf der Bank zu haben. Also Kiel Gomez tritt den Eckball für den ersten FC Saarbrücken. Erster Eckball im Spiel. Ball kommt hinein. Kopfball! Und ja! 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 Für den ersten FC Saarbrücken! Das müsste Fanon Perledei gewesen sein. Ja, Kopfballtreffer für den FCS. Yes! Das ist die 1:0-Führung für unsere Blau-Schwarzen. Und wir müssen mal noch abwarten, wer das Tor gemacht hat. Wir werden es hier gleich natürlich im Stadion vernehmen. Auf jeden Fall ist der Ball im Tor. Wieder direkt in die Füße von Lukas Kohler. Mit der Nummer 2, der ehemalige Saarbrücker. Geht 2 Meter, zieht ab, aber erstmal geblockt. Eisele, ganz allein gegen 4. Ja, und der Zeitzer. Da schickt er den Jakob. Und was macht er? Der wird gehalten. Der Schiedsrichter sagt, alles regelkonform. Auf jeden Fall nach bei der Niederlage hier unter Weg getan. Also, aufpassen, Mauer steht, Ball kommt, Thiemer kann nichts machen. Der war platziert, der war unhaltbar. Oben links ins Eck, 1:1. Ja, und ich kann dir sagen, bei wem Sie sich bedanken können, das war meiner Meinung nach kein Freistoß. Timo Klein hat es anders gesehen. Ich fand, das war Ball gespielt. Die Fernsehbilder werden es nachher zeigen. Beruhigt, Saarbrücken wartet auch etwas ab. Ja, greift erst so ab der Mittellinie an jetzt. Ja, macht er gut, der Jennecke. Sag ich noch, und dann spielt er so einen Fehlpass. Zentral, direkt in die Füße. Der Elbersberger, die probieren jetzt über die linke Seite zu kommen. Ziehen in die Zentrale, circa 25 Meter vor dem Gehäuse. Nummer 3 durchgesteckt, da muss er immer noch raus. Da muss er noch raus, sag ich noch. Aber er hat es gut gemacht, er kann den Ball für sich behaupten. Form vielleicht 2,50 Meter entfernt, Jennecke. Und Müller da drin. Benno Mohr macht, der kommt gefährlich rein. Immer noch gefährlich. Nachschussmöglichkeit Kohler. Und Alter, mein da Herz. Ist er. Die Nummer 22 von Elversberg dabei. Einwurf für Saarbrücken. Das macht Jennecke auf Zeit. Stand mit dem Kopf leider direkt auf einen Elversberger. Können sie den Ball nicht sauber treffen. Und jetzt ist es Elversberg, die eine gute Aktion dann nach vorne bringen. Schussversuch, aber der geht zum Glück. Wurf aus. Schnell ausgeführt von Jennecke zu Manuel Zeitz, der zurück zu Kiel Gomez. Das ist jetzt wieder Mjotko auf der rechten Abwehrseite. Schöner Ball zu Jakob, der jetzt schon allein auf weiter Flur findet in der Mitte Eis. Oder was macht er? Ja, jetzt hat sich Elversberg sortiert. Schön rausgespielt zu Perdedei. Und der Ball streicht über die Latte. Können wir denn nicht einmal Glück haben? Und sein Ding fällt da oben ins Eck rein. Das ist Zellner, macht das mit der Körpertäuschung. Klasse gegen zwei Elversberger. Und jetzt der Ball im Zentrum bei Perdedei angekommen. Schöner Ball rechts raus zu Jennecke. Ja, der muss da schon Kopf und Kragen riskieren, um da in den Zweikampf reinzukommen. Setzt nach, aber die Elversberger machen das ja jetzt gut auf der linken Seite. Zurückgespielt zu Leandro Grech. Verzeih, meine Stimme ist etwas weg, aber kriegen wir schon hin. Der zurück in die Innenverteidigung. Das ist Koffi und Zellner dazwischen. Klasse. Jetzt schon am Vorwärtsgang, am 16 ankommen. Links rausgelegt. Zu Eisele, der mit der Riesenmöglichkeit. Ja! Für den FC Saarbrücken. Da ist das 2:1. Zu 90% Steven Zellner in der eigenen Hälfte, holt er sich den Ball, stürmt nach vorne und dann hat er noch das Auge auf links und da siehst du die Klasse eines Steven Zellner, klasse gemacht von ihm. Und dann ist es, wer war es denn, der das 2:1 setzt? Ich glaube Sebastian Jakob, der den Führungstreffer macht für den FCS. 2:1 für die Mannschaft von Dirk Lottner. Nicht scheitern, aber Elversberg schon wieder uns zu schnell die Ball abgelutscht. Aber das machen sie auch. Über Eisele, hinten auf Jakob, der hat 2 noch gegen sich. Spielt, wollte einen schlauen Pass spielen. Fano Perle, der hat bisher glücklich den Ball bekommen. Geht jetzt erstmal halblinke Position, spielt schön raus auf Müller. Der hat viel Platz im Schatten da hinten. Streichelt den Ball, kommt die Flanke rein. Oh. Und Schuss, Perledei. Oh. Nachschuss, abgeprallt, Lehmann unsicher. Mittellinie, wird gestört, aber Mario Müller bekommt noch den Ball auf der linken Außenbahn. Probiert da jetzt den Holz zu schicken, am Strafraum. Muss abdrehen, legt nochmal quer in Richtung Sebi Jakob und er probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe. Freistoß für die S. Vorrei. Halblinke Seite, 20 Meter vor dem Kasten von
Rico Ziemer. Freistoß ist freigegeben. Ball kommt hoch und da muss der Ziemer noch irgendwie mit den Fingern dran, um das Ding über den Kasten zu lenken. Freddy. Also nochmal, Freistoß, Elversberg, rechte Seite. Ball kommt gefährlich rein. Mendy! Latte! Ball beim FC und Zeit. Ja! Wir haben das Ding, den Pokal, Saarland-Pokalsieger 2019 ist der erste FC Saarbrücken. Der FCS schlägt die SV Elversberg mit 2:1 nach Treffern von Manuel Zeitz und Sebastian Jakob. Ja, das sind unsere Pokalhelden heute. Und jetzt kennt ihr die Freude natürlich keine Grenzen mehr. Die Tore werden geöffnet. Die Fans des ersten FC Saarbrücken stürmen auf den Platz. Der FCS holt sich hier den Pokalsieg gegen die SV Elversberg. Wurde ja auch endlich mal Zeit. Und was war das für ein Kampfspiel vom FCS? Alles reingelegt hier in der zweiten Halbzeit. Wirklich Kampf geboten, Einsatz geboten. Da kann man der Mannschaft von Detlef heute gar nichts vorwerfen. Nicht und jetzt denke ich, ja, gehen wir feiern können. Ja, liebe Leute, meine Stimme ist weg, ich bin nervlich, ein totales Drack. Gott sei Dank ist jetzt Sommerpause und wir gehen mit einem guten Gefühl raus. Denn wir haben es die Saison dann doch am Ende noch erfolgreich abgeschlossen mit dem Gewinn des Saarland-Pokals. Wir danken euch für euer Zuhören in dieser Saison. Wir hören uns kommende Saison wieder, das versprochen. Und to Rock'n'Roll, wir haben das Ding! Tschüss, bis zum nächsten Mal.